Ihr wollt die bittere Wahrheit über Labbys. Ihr kriegt sie. Moin Moin, der Wolfgang ist wieder da mit Labby Power. Unten für unten Terrier. Ja, Labbys, ich habe ja schon eine Rassebeschreibung gemacht. Wir haben über den Wotan gesprochen, jetzt schon zweimal. Deswegen mache ich das Video. Ich hatte gerade ihn hier. Ne? Wir haben gerade über dich gesprochen. Aber es sind heute bei uns 6 Labbys. Da dachte ich, erzähle ich euch mal ein bisschen was über die Labbys. Also Rassebeschreibung ist extra Part. Was soll ich sagen? Alle wissen es. Labby ist ein toller Hund. Ein Labby macht Spaß. Ein Labby ist lustig. Labby ist nett. Labby ist freundlich, ne, bis auf du. Du bist ab und zu mal nicht so freundlich, gibt es aber auch. Mit dem Labby kann man viel machen. Ne, also sie sind aktive Hunde, sie sind aber auch mal Couchhunde. Also die kann ich auch mal auf der Couch parken oder ich kann mit denen kuscheln. Also Labby ist für alles einsetzbar. Mit dem kann ich auch Sport machen. Man muss halt ein bisschen aufpassen, dass sie nicht so dick werden, ne, oder dass sie nicht ein bisschen verhuscht werden im Kopf. Nee, du bist kein Labby, du bist ein Bulli. Ich weiß, du willst immer ins Bild, ist mir schon klar. Ja? Oder dass sie mal nicht aggressiv werden, ein bisschen zu anhänglich werden. Ne, das und so hier, ein bisschen zu dick, ein bisschen zickig ab und zu mal bissig. Sie ist ein bisschen, sie riecht halt gut und darf ein bisschen viel. Er ist so der Schützer des Ladens. Und ansonsten ist er ein Weichei, aber er ist ein netter, du bist auch ein Mix, ne? Er ist ein Mix, da ist ein Weimi mit drin. Also, Labby, was soll ich erzählen? Super Hund, macht Spaß. Was ist das Problem beim Labby? Die böse Wahrheit, was ich euch gesagt habe. Die sind einfach dickköpfig und stumpf. Die sind manchmal nicht zu erziehen, ne? Die Leute denken immer, meine Güte, es steht überall Familienhund. Der ist klasse, einfach zu erziehen. In jedem Buch steht's. Überall. Labby, Familienhund. Ja, ist er. Aber der wiegt auch mal schnell 30, 35 Kilo. Na, hier. Irgendwie 35, 28, knapp über 30, 33. Da hast du ein bisschen was an der Leine, da musst du was, ein bisschen was bewegen. Und das muss dann erzogen werden. Also gerade in der Stadt muss Erziehung her. Und das ist beim Labby genauso schwierig wie beim anderen Hunden. Bei dem halt manchmal ein bisschen schwerer noch, weil in der Pubertät drehen die oftmals ganz doll durch. Dann haben die richtiges Problem. Ne? Also er hier zum Beispiel. Er war so ein Liebeskasper. Ne? Ist er jetzt ist er auch schon 9, glaube ich. Und er wird wieder zum Liebeskasper, so im Alter jetzt. Ja? Und da muss man eben von ausgehen. Und ein Labby ist immer irgendwie unterwegs. Der ist immer irgendwie schmutzig, der rollt sich in allem rum, der frisst alles, was er finden kann. Da muss man sich im Klaren drüber sein. Aber ansonsten, tolle Hunde. Bist du ein toller Hund? Ja, ich bin ein toller Hund. Und du? Bist du auch ein toller Hund? Ja, Dr. Sheldon Cooper, Maya, der Paul. Du bist der Aro, da hinten ist, wo ist er? Wotan ist schon wieder weg. Und eine Thea haben wir auch noch heute da. Also ihr seht, bei uns ist Labby Power. Wir haben selber auch 2, einen noch in Brasilien. Der kommt aber nicht hierher. Der ist gewöhnt an das da in Brasilien bei Schwiegerpapa. Darf er sein. Ist auch gut so. Und unseren pflegen wir noch die nächsten Jahre, so lange wie es geht. Und ihr macht weiter mit. Ne? Ja. Also, kauft euch ein Labby. Bleibt dabei. Die Idee ist gut. Aber beschäftigt euch damit. Holt euch einen Trainer zu Hilfe. Weil ein Labby ist nicht einfach so mal gekauft und wird zu Hause geparkt. Funktioniert nicht. Muss genauso ausgelastet werden wie andere Hunde auch. Ist nicht das, was überall steht. Es ist ein toller Hund, macht Spaß, alles super, aber bedeutet genauso Arbeit. Na schön.
Dr. Sheldon Cooper. Ja, ich sag's ja. Lasst uns ein Like, abonniert den Kanal, macht die Glöckchen an. Der Sheldon, kommst du, komm, machen wir die Glocke an. Komm, komm her, machen wir die Glocke an. So. Komm, Glocke, hier. Glocke bei dir. Tschüss. Bei dir Glocke.